Hallo liebe Freunde, willkommen hier bei Fred in Sandrock. Wir sind hier im Maulwurfsbau hier irgendwo. Wir suchen jedenfalls einen Maulwurf und Bronco the Kid. Beide sind irgendwie verschwunden. Dieser Maulwurf soll dann in Verband sein und anscheinend ein echter Maulwurf. Keine Ahnung. Also Bronco ist ja auch nicht so ganz, glaube ich, bei Verstand, aber egal. Anscheinend hat er Logan gefangen und wir suchen uns hier durch diese Höhle zu kämpfen und herauszufinden, was soll das alles. Zusammen mit unseren tapferen Steinklopfern Unschur und Justice klopfen wir uns hier durch. Hier gibt es einige Ratten, wir müssen also viel kämpfen hier. Gespannt, wie es hier weitergeht. Wir müssen da runter, vermute ich mal, Leute. Dann nehmen wir uns mal unseren Super-Schock-Schild hier. Gucken mal, hier gibt es auch immer wieder was zum Abbauen. Also hier gibt es auch wieder neue Erze. Und reichlich Erfahrungspunkte. Oh, was ist jetzt? Oh nein! Oh nein, nicht diese Sache. Nicht diese Indiana-Jones-Geschichte. Oh nein! Oh oh! Oh! Shit! Das war fies! Boah, der hat auch den Unschuld die halbe Lebenspunkte weggenommen hier. Boah! Das ist eine Unverschämtheit! Das war schon heftig. Jetzt müssen wir unsere Lebenspunkte mal wieder ein bisschen aufbauen. Nehmen wir mal das gerade hier. So. Hier können wir nochmal unseren Schaden was erhöhen. Das gibt Verteidigungspunkte. So. Eieiei, habe ich keine Munition mehr? Nee, okay, dann können wir das Gewehr momentan nicht nutzen. Dann geht es halt weiter mit unserem Super-Schock-Schild. Hier lang? Ist noch so ein Ding, was die da... Ah, komme ich da hoch? Ah, komm da nicht hoch. Hä? Nee, da komme ich nicht hoch. Okay. Ah. Okay, hier ist keiner. Die Dinger kann ich nicht bewegen. Gut, dann ist egal. Und dann geht's hier weiter. Geht's nicht weiter. Nee, das können wir nicht so schlagen. Ah. Also doch hier runter weiter, oder? Das ist auch nochmal ein Nebenraum. Und hier haben wir nochmal Erze. Die halten natürlich auch jetzt ein bisschen auf, wenn wir die abbauen. Hier haben wir noch eine Kiste. Hey, cool. Datendisks. Wir brauchen hier keine Ausdauer, sehe ich gerade. Okay, dann wird man nun auch alles abbauen, was es hier gibt. Wer weiß, ob wir hier nochmal zurückkommen. Ich darf nicht diese Kiste da treffen. So viel Aluminium. Wahnsinn. So. Fass ohne Boden. Geht's hier irgendwie weiter? Nee, anscheinend nicht. Diese Steinschleuder-Dinger. War hier noch irgendwas? Nee. Hier liegen Knochen rum. Hier hat man alles, oder? Das. Nee. Hier geht's nicht weiter, okay. So. Dann geht's hier lang. Oh. Oh, 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 oh. Ah. Ich dachte, wir waren hier sicher in dieser kleinen Höhle. Hier haben wir nochmal einen Spitzhammer bekommen.
Ach Quatsch, falsches Werkzeug. Sorry. Boah, ey, sind hier haufenweise Steine. Wie kommen wir denn da jetzt vorbei? Na, ich höre hier irgendwas. Hier ist so ein Loch. Ja. Was soll denn jetzt hier? Ach hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier lang, okay. Oh, da ist schon wieder so eine. Naja. Dann Horido, sag ich mal. Auf die Zuratte! Mit Gebrüll! Oh, Justice hat aber auch nicht mehr so viele Lebenspunkte. So, hier können wir nochmal was abbauen, echt? Und mal Aluminiumerz und Erfahrung. Die war schnell erledigt. Ohne Tour. Ihr macht das schon, Jungs. Ah, okay. So, ich kann euch helfen. So, so geht das. Seht ihr? So macht man das. Mein Gott, ich stelle euch aber auch an. So. Hier bauen wir nochmal was ab. Oh, da ist Bronco. Okay. Also mal gucken, hier können wir noch was abbauen. Tatsächlich. Okay, hier ist auch noch was. Also wenn wir schon hier sind. Schwefel haben wir gekriegt. Okay. So. Wir müssen nochmal was für unsere Lebenspunkte machen. Bronco the Kid. Over here. Psst, hier drüben. Was ist das hier, eine Höhle? Oh, good. Oh, gut, du lebst noch. Huh? Yes? Psst, kommt her. Die Prinzessin. Wo ist sie? Was? Was ist das denn für ein Ding? Keiner darf haben die Königin. Ich werde es nie verraten. Du wirst mich töten müssen. Oh, ein französischer Maulwurf. Bestätigt. Oh, das sollte man nie sagen, sowas dann. Tötungsmodus aktiviert. Wir müssen etwas tun. Du bist doch hier der Kopfgeldjäger. Was ist, wenn der Maulwurf etwas getan hat, womit er das verdient hat? Anschur, wir sind jetzt nicht vor Gericht hier. Das ist ein gutes Argument, aber Gewalt ist nie die Antwort, es sei denn, es handelt sich um die Art von Gewalt, die wir jetzt anwenden wollen, nämlich um Gewalt, um weitere Gewalt zu verhindern. Leute. Got it. Yeah. Ich hab's, ja. Das ergibt Sinn. Gehört mir, klar, gehört zu mir, also los! Okay, jetzt wird's interessant. Freunde von dir. Das ist ein böser Roboter. You are late, mon ami. Du bist spät dran, mon ami. A bounty hunter ein Kopfgeldjäger late. Kommt nie zu spät und auch nicht zu früh. Right. Er kommt genau dann, wenn er es will. Ja. Nun, halt doch mal die Klappe. Unschur, Fred, Kampfformation. Endlich mal ein vernünftiges Wort. Feinde der Krone werden vernichtet werden. Wovon redet der? Oh, was hat denn der für Waffen? Oh.
Uiuiui. Was jetzt? Ultimativer Angriff! Akku schwach, Abschaltung. Iss mehr Gemüse und hab einen schönen Tag. Das Ding ist ein Spiegel? Was war das jetzt? Was ist denn das? Ich habe einen Käfigschlüssel erhalten und hier liegt ein Seil. Okay, Fesselspiele können wir jetzt nicht machen. Keiner sagt was. Okay, das war ein Spiegel? Okay, war das so ein Spiegel, wie wir da Penn mal gemacht haben? Mit einer seiner Wäsche aufgehangen. Hier noch irgendwelche Gegenstände. Da oben ist so ein Lüftungsschacht. Okay, wir befragen jetzt mal Get, würde ich mal sagen. Wo ist denn hier? Ah, Get von Baguette wahrscheinlich. Oh, er hat gedacht, dass ein Spiegelroboter so einen fiesen Kampf austragen kann. Mal im Ernst, es ist ein Objekt Eitelkeit. Warum kann es kämpfen? Ja, du bist in diesem Spiel, wo soll ich das wissen? Anyone else craving salad all of a sudden? Hat noch jemand Lust auf Salat? Get! Monsieur Blanco, good of you to finally join me. I was on my way to meet you before I was caught by the Queen's minion here. You have come in the nick of time. Monsieur Blanco, schön, dass du endlich zu mir kommst. Ich war auf dem Weg zu dir, bevor mich der Lakai der Königin hier erwischte. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. The Banderat Queen is closing in on the secret location of our base. Our princess is there. Worum geht's jetzt hier? Die Banditenrattenkönigin nähert sich dem Geheimort unserer Basis. Unsere Prinzessin ist dort. Die Prinzessin der Maulwürfe? Hä? What's all this? Was geht hier vor? Well, hör zu, Maulwurf, wir haben keine Zeit, um über die politischen Kämpfe im Tierreich der Mutanten nachzudenken. Sag uns einfach, wo Logan ist und versuch nicht, dich aus dieser Sache herauszuwinden. Okay, hier sind alle mit mutierten Tiere und die haben irgendwie eigene Königreiche oder wie, oder was? Hä? Wow, that's offensive. Wow, das war aber jetzt beleidigend. Oh, no offense. Oh, nicht böse gemeint. Naja, du brauchst etwas von Geld. Geld braucht was von dir. You need something from you. Solche Informationen haben in ihren Preis, oder? Okay. I see where this is going. Ich weiß, worauf das hinausläuft. You promised me answers, Maul. Du hast mir Antworten versprochen, Maulwurf. And answers you shall have. There is a reason I have brought you humans here. Und Antworten sollt ihr bekommen. Es gibt einen Grund, warum ich euch Menschen hierher gebracht habe. Ahead lies the sanctuary of our princess. It has all but been discovered by the Banderat Queen. It is only a matter of time. Vor uns liegt das Heiligtum unserer Prinzessin. Die Banditenrattenkönigin hat es schon fast entdeckt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und wir sind schwach. Wir sollen ihm eigentlich nur da, bei seinem politischen Problem helfen, glaube ich. Sie führen sie auf an die vile Banderat Queen. Ensure our safety and you shall have the location of the bandit you seek. Oh. Schützt sie vor der abscheulichen Banditenrattenkönigin. Sorgt für unsere Sicherheit und ihr bekommt den Aufenthaltsort des Banditen, den ihr sucht. Fragen wir mal was grundsätzlich. Warum ist die Königin hinter der Prinzessin her? Yes, it is all a rather sordid affair. Oh, das ist alles eine ziemlich schmutzige Angelegenheit. It all started in a place called Wow. All was well between the Queen and her stepdaughter, the Princess, until that fateful day. Alles begann an einem Ort namens Wow, W-O-W. Alles noch gut zwischen der Königin und ihrer Stieftochter, der Prinzessin, bis zu diesem schicksalhaften Tag.
Also die Prinzessin der Maulwürfe ist die Stieftochter der Königin der Ratten. Das ist mir schon zu kompliziert. Okay. Yossi, the queen, is let's say obsessed about her beauty. On that day, she asked into that AI device over there, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Like she had so many times before. Das ist lustig, Nonsens. Die Königin ist, sagen wir mal, besessen von ihrer Schönheit. An diesem Tag fragte sie in das Geigerät dort drüben, Spieglein, Spieglein in der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und wie sie es schon so oft getan hatte. You, my queen. With the words she expected to hear, but this time it was spoken the name of another. Du, meine Königin, das waren die Worte, die sie zu hören erwartete, aber dieses Mal wurde der Name einer anderen gesagt. To be fair, the princess had been working out. It was really only a... Um ehrlich zu sein, die Prinzessin hatte trainiert. Es war wirklich nur eine Frage der Zeit. In any case, ever the rash individual, the queen saw it fit to murder our princess, so as to overtake her and reclaim her status as the fairest of them all. Jedenfalls hielt die Königin es für angebracht, unsere Prinzessin zu ermorden, um sie überholen und ihren Status als Schönste von allen zurückzuerobern. Sag mal, haben die sie noch alle? Okay. Wir sind hier also eine Art Maulwurf-Schneewittchen oder so. The princess ran away and ran into me and my friends. We decided to help her. A bit cliché. Die Prinzessin rannte weg und begegnete mir und meinen Freunden. Wir beschlossen, ihr zu helfen. Ein bisschen cliché, den ihr mich fragt. Wie können wir dir vertrauen, oh Maulwurf? Ja. You cannot. Das könnt ihr nicht. Other leads do you Aber have? Welche andere Spur habt ihr sonst? I can do you this. Ich kann I das can für euch tun. I've at least met this criminal you seek. Ich kann euch beweisen, dass ich den Verbrecher, den ihr sucht, zumindest kennengelernt habe. Ja, das bringt uns was. He's a tall, silver-haired man who always wears a scowl. His friends are Haru and Andi. Er ist ein großer, silberhaariger Mann, der immer einen finsteren Blick hat. Seine Freunde sind Haru und Andi, ja? We've discovered Logan's lair while doing a bit of digging, as we do. Logan welcomed us into his abode. Give us supplies. Wir haben Logans Versteck entdeckt, als wir ein bisschen gegraben haben, wie wir es immer tun. Logan hieß uns in seiner Behausung willkommen und gab uns Vorräte. Dieser Verbrecher hat euch geholfen. Ich meine, ihr kennt das Aussehen auch von ihnen Plakat haben, oder? Yes, but ja, you see. Aber weißt du. You seek to capture this Logan, yes. It is a fine price to pay for the safety of the princess. I happily exchange the freedom of a stranger. Ihr wollt diesen Logan fangen, ja? Das ist ein guter Preis für die Sicherheit der Prinzessin. Ich tausche gern die Freiheit eines Fremden gegen das Leben eines Freundes. Besides, there is another reason. But außerdem gibt es noch einen anderen Grund, aber den dürft ihr nicht wissen. Er ist verliebt in die Prinzessin. Ja, es scheint, als hätten wir keine andere Wahl. You said it. All right, my old man. We'll help your princess. But if this is some kind of trick... So sagt es. Also gut, Maulwurfsmann, wir werden deiner Prinzessin helfen, aber wenn das eine Art Trick ist... I swear on my mother's apple garden. Ich schwöre beim Apfelgarten meiner Mutter. Ja, Apfelgarten? Whoa. I think we can trust him. Oh, ich glaube, wir können ihm vertrauen. Ja, weil seine Mutter einen Apfelgarten hat, das ist logisch. Guess that remains to be seen. Just in case. Das ist so bekloppt. Keep an eye on your mole and stay behind. Das bleibt wohl abzuwarten. Aber nur für den Fall, Bronco. Behalte deinen Maulwurf im Auge und bleib hinter uns. Fred? Nein, geh voraus. Los geht's. Okay, kommt der Gerd jetzt mit? Oder Gerd? Oder wie heißt der? Aber ich gehe erstmal hier. Hier ist eine Truhe. Die muss ich noch mitnehmen. Ein neuer Möbelstil wurde freigeschaltet. Okay, ich kann einen neuen Stuhl zimmern. Das wollte ich schon immer mal. Oh, die ist aber schwer. Hab ich denn da gekriegt? Hartholz-Stil. So, wo müssen wir denn jetzt hin, Leute? Hat das einer mitgekriegt? Wir müssen hier nochmal ein bisschen was... ich mache hier lieber nochmal was rein. Ja, ich habe auch nicht mehr so viele Lebenspunkte, ne? Wir müssen ein klein bisschen vorsichtig sein hier, ha? In diese finstere Ölle. Hier ist eine Leiter.
Oh, komm denn hier raus, Freunde. Was haben wir hier? What wow, was für eine Aussicht. Holy moly. Heiliger Maulwurf. Das passt natürlich. Was ist das denn noch alles? Ha? Okay, da müssen wir lang. Was ist denn das restliche Gelände hier? Ich will hier nur trotzdem noch mal ein bisschen gucken. Kommt man da irgendwie hoch? Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche versteckten Schätze. Nee, hier kommt man nicht. Schild. Achtung, Maulwürfe. Hm. Na, Jungs, hier steht ihr mir nur im Weg, alle. Mal gucken, ob wir hier hinkommen. Nee, da. Okay. Yeah. Da komme ich nicht. Da komme ich nicht hin. Okay, das ist wahrscheinlich nicht vorgesehen. Muss man da rumklettern. Diese Leiter da. Hm. Naja. Okay, das ist anscheinend der offizielle Weg. Gut, dann bleibt uns jetzt anderes übrig, dann nehmen wir den mal. Hallöchen, kleine Ratte, ich will mit dir spielen. Mi. Ich hätte mir eine der Katzen mitnehmen sollen. Was ist denn das für ein tiefes Loch da unten? Oh, Jesus. Wahrscheinlich, wenn wir da abstürzen, sind wir erledigt. Das ist ja nochmal so eine Zuratte. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, das ist zu eng. Habt ihr die erledigt? Okay. Oh, ich muss gerade noch ein bisschen was klopfen, Freunde. Nur so für unterwegs. Oh, hier ist ja richtig viel. Und hier haben wir nochmal eine Truhe freigelegt. Was haben wir drin? Wasser. Oh. Haben wir hier noch was? Da war doch noch was. Okay. Schwefel. Das ist aber ein interessantes Gebiet. Okay. Shift und Leertaste. Oh, vielleicht speichere ich mal lieber mal. Also was bin ich nicht gut. Hui! Hui! Oh, wir sind tot! Wir können noch mal beginnen, Freunde. Das ist überhaupt nicht schwierig. Da oben muss ich hin, nicht steppen. Okay. Ich dachte, ich muss unten hinspringen. Das muss einem ja gesagt werden. Hier sind außerdem so viele Leute im Weg. So, das hat funktioniert. Jetzt. Bronco, du bist im Weg. Hm. Ja. Mal zurück. So ein richtiges Jump'n'Run ist es ja auch nicht hier. Hey, benutzen? Die Leiter. Mir ist der Maulwurf auf den Kopf gefallen. Was ist das jetzt hier? Spinell. Aha. Okay. Falsch, falsch. So, wir kommen jetzt hier weiter, Freunde. Oh Gott. Wo geht es da oben weiter? Ich glaube hier oben. Also wegen der einen Tour will ich jetzt nicht tausendmal sterben. Das ist mir jetzt dann auch wurscht. So, wir müssen hier weiter. Oder? Hä? Moment. Oh. Hä? Ich hänge hier jetzt irgendwie fest. Shit. Okay. Ne, es geht nicht. Wo häng ich denn jetzt hier, ey? Ich meine, das müsst ihr doch hier. Ich muss hier oben drauf, oder nicht? So, dann kann ich darüber. Ah, es geht nicht. Okay, dann so. Nee. Nochmal. So, mal sehen. Und dahin. Ah, das geht nicht. Oh. Oh, das war nicht weit genug.
Hm, das geht nicht weit genug. Okay. Das geht nicht. Das ist ein Mist. Müssen wir Anlauf nehmen wahrscheinlich. Das war ein bisschen schwierig. Okay, du bist im Weg, du Depp. Oh shit. Oh. Oh. Geschafft. Sehen die Leute sich hier gegenseitig im Weg stehen, so ein bisschen schwierig. So, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Was ist da mit diesem komischen Wagen aus? Ich glaube, da kommen wir mal nochmal hin, weil diese Höhle scheint hier sehr verwinkelt zu sein. So, da haben wir wieder Ratten da hinten. Huch. Was macht der denn da? Hallo? Nein! Eine Falle! Ja, sind die deppert. Wow! Better look for another way. Wir suchen besser einen anderen Weg. Oh. What's with all the malignant rocks in here? Was ist mit all den bösartigen Steinen hier? This floor looks pretty flimsy. Dieser Boden sieht ziemlich rutschig aus. Hey, look up there. Hey, schaut mal da oben. Das sieht wie nach einer bösen Falle aus hier. Also wenn das da runterfällt, haben wir ein Loch im Boden. Okay. Was ist das? Müll. Borsten. Okay. Der schlägt dann da ein. Okay, aber was passiert danach? Also... Was ist hier mit diesen Steinen? Kann man die wegmachen? Ne, da kommen wir nicht vorbei. Anscheinend. Wir haben leider keine Munition mehr, ne? Nee. Ich glaube, das hat funktioniert. Bums! Funktioniert, Freunde. So, dafür sind die alle hier. Diese Steinschleudersteine. Gerade mal was gucken. Hier gibt uns 6 und 11 auch. Hier haben wir eine bessere kritische Chance. Hier haben wir weniger Schaden. Kritische Chance plus 5. Hier kriegen wir weniger Schaden. Reflektiert 85% Schaden. Vielleicht nutzen wir die mal. Nur mal so zum Gucken. Hier haben wir den kritischen Schaden erhöht. Okay. Und Steinschleuderstein bringt uns jetzt auch nichts. Das gibt uns nochmal einen Boost. Das nehmen wir mal gerade. Wir hatten noch so Bomben. Wo waren die denn? Hier, nur eine. Na gut, können wir ja trotzdem mal benutzen. Starke Medizin. Das gibt 800. Ja, das ballt uns mal ins Reserve, würde ich mal sagen. So. Dann geht's hier unten weiter, oder wie? Okay, die sind da schon runtergehüpft.
Dann machen wir das auch mal. Als. Nee, war hier irgendwas? Ach nee, das ist jetzt. Oh, hier sind schon wieder Bösewichte. Saugen wir sie weg. Ah, da kommen noch welche. Mal gucken, ob das geht. Ja, die macht ja nicht viel Schaden. Naja, gut. Aus dem mit Gebrüll, Freunde! So, die haben wir erledigt. Können wir gerade mal hier gucken? Gibt's hier noch irgendwas? Loot, ich will Loot, Freunde! Oh. Hier haben wir nochmal Medizin gekriegt, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Wir können noch ein bisschen abbauen. Okay. Also Aluminium haben wir jetzt reichlich. Ich bin gespannt, wofür wir das alles beim brauchen werden. So. Ist hier noch irgendwas? Guck mal da hoch. Nee, da kann ich nicht, auf den Stein springen. Aber das scheint doch nichts zu sein. Okay, könnte ja sein, dass da noch was lag. So, hier kann man so nichts klauen noch. So eine Art Thron. Strom haben hier anscheinend hier unten. Wie auch immer. Hier kann man noch ein bisschen was abbauen, okay. Oh, maximale Zerstörung, Leute. Dörrfleisch. Okay. Ah, hier können wir rüberhüpfen, denke ich mal, ohne dass das Ding explodiert. Na gut, was wir jetzt abbauen, müssen wir später nicht nochmal mitnehmen und extra hier hinreisen. Nehmen wir nochmal Müll. Oh Gott, hier liegt aber auch alles von Müll. Unordentliche Ratten hier. Okay, das ist jetzt diese Leiter hier, wo wir hoch müssen. Okay. Auch nochmal hochklettern. Mal sehen, was uns da begegnet. Was ist das? Achso, das ist die Leiter, ne? Jungs, so leid ihr. Oh, hier ist nochmal eine Truhe. Ha! Schnell. Okay. Gibt's da viel Zeug hier? Nochmal ein Müllberg. Okay. Hier gibt's sonst nichts. Hier ist der nächste Durchgang. Okay. Dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, was uns hinter diesem Durchgang erwartet. Und hier ist Gett, unser kleiner französischer Malwurf. Ja, das scheint aber gern zu lesen. Er hat lauter Bücher dabei, interessanterweise. Ich bin gespannt, was das hier noch gibt und was wir hier am Ende finden werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Maulwurf, Fred.